Hi Leute, willkommen zurück hier bei Noah und Sascha im wolkigen Windenburg. Irgendwie sieht's hier nicht besonders freundlich und fröhlich aus gerade. Ein schöner Tag, um in den Tag zu starten und gleich zur Uni aufstehen zu können. Yay, bisschen Zeit haben wir allerdings noch. Ja, ich würde sagen, jetzt hat er noch so eine Stunde Zeit, unser guter Sascha, bis die Schule anfängt. Und dann können wir mal noch den Rest Eier und Toast essen eigentlich. So, Noah kann eigentlich noch länger schlafen. Die muss erst so 11 Uhr fertig sein. Ist das hier kaputt? Oh. Warum muss das denn wieder kaputt sein? Komm, ersetzen wir es einfach. Die Wäsche ist dann natürlich wieder kaputt. Oder zumindest dreckig. War ja irgendwie klar. Was ist mit dir los? Warum setzt du dich nicht einfach hin? Okay, jetzt setzt du. Dann iss mal noch schnell was. Zumindest so ein bisschen. So, und jetzt kannst du auch zur Uni gehen. Viel Erfolg. Das da sollten wir auch mal setzen. Schon genug Ausgaben, die wir hier haben, auch ohne unsere Rechnungen. Ach ja, bin auch echt mal gespannt, wie ich das machen werde. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das schon angesprochen hatte oder nicht. Aber ich hatte ja vor, mit Noah und Sascha dann umzuziehen, nachdem sie mit ihrem Studium fertig sind. Natürlich muss ich erst noch das Haus bauen, das heißt, wir werden ja erst noch mit anderen Sims spielen und danach werden wir erst umziehen. Wer ist denn Federico Bustos? Oh, okay. Das wollte ich eigentlich auch noch in der Folge ansprechen. Ich habe jetzt das Star Wars Pack. Das Sims 4 Reise nach Batuu Pack. Interessant, dass man da einfach angerufen wird. Interessant. Gut zu wissen. Ja, und wenn wir das hier oben haben, ich erzähle gleich über das andere nochmal mehr. Aber ja, wo das hier gerade schon so aufploppt. Ich habe jetzt tatsächlich das Star Wars DLC für Sims 4 und habe mir da auch schon ein bisschen überlegt, wie wir das im Let's Play nutzen könnten. Die Frage ist nur, interessiert euch das? Also möchtet ihr das sehen? Weil ich würde das nämlich so machen, dass wir mit Florian dahin gehen. Florian, der ja auch noch selber studieren möchte, der sehr Technik- und PC-begeistert ist, der ja einfach auch generell sehr viel Begeisterung für solche Sachen aufbringt. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass er ein totaler Star Wars-Fan wäre. Und deswegen wäre so meine Idee, dass er da halt mal hinreist, so als Fan, und ich das halt einfach auch so ein bisschen mehr freizeitparkmäßig aufziehe und nicht so im Sinne von, dass das ein real existierender Ort ist, sondern dass es halt ein Freizeitpark ist. Das sind alles nur so Schausteller dort. Und das war so ein bisschen meine Idee, wenn ich das spielen würde. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert, ob ihr das gern sehen wollt oder ob ihr euch denkt, so, boah, nee, so schrecklich, möchte ich nichts von sehen, können wir darauf verzichten. Aber das wäre auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, um auch mit Florian nochmal wieder mehr Gameplay zu haben, weil, wie gesagt, das mit dem Studio möchte ich machen, aber das wird jetzt nicht sonderlich abwechslungsreich sein. Wenn wir aber noch so ein bisschen was anderes mit nebenbei machen, das wäre eigentlich ganz cool. Wir werden das hier mit ihr allerdings nicht machen. Ja, auf jeden Fall kann man das über Reisen machen. Kein Problem. So, ja, 9 Uhr morgens kann sie jetzt schon mal aufstehen, unsere liebe Noah hier. Und dann so richtig was Gutes zu essen haben wir gerade gar nicht mehr, ne? Dann kannst du mal was kochen vielleicht. Vielleicht ein bisschen Obstsalat. Partygröße, das sollte für den Rest der Zeit hier noch reichen. Oh. Ist dein Ernst, Junge? Ich wollte hier gerade Essen machen. Sogar für euch alle noch mit, so nett wie ich bin. So, ich glaube, du musst noch. Genau, ich glaube, du musst jetzt noch das. Ah, nee, musst du gar nicht. Die Hausaufgaben hast du schon gemacht. Das heißt, du hast jetzt gerade ein bisschen Zeit zwischendrin. Wie gut sieht dann unsere Präsentation aus? Die ist schon ausgezeichnet. Die ist schon
Ja, die ist schon einreichfähig. Aber ich würde gerne noch mal hier sitzen und unsere Abschlussarbeit. Genau, die noch mal ein bisschen bearbeiten. Das wäre ganz gut, dass wir da noch ein bisschen weitermachen können, bis er zur Uni muss. Das wäre ganz cool. Jamal, wir haben uns mit Sadie Levins angefreundet. Und ihr Unterricht beginnt auch in einer Stunde. Oh nein. Wer hat denn hier für Feuer gesorgt, Leute? Wo? Wie? Oh nein, ist das dein Ernst? Oh, das passiert, wenn man den Flusenfilter nicht reinigt. Weil natürlich denken die anderen Leute nicht dran. Es war so klar, ey. So klar mal wieder hier. Und alle anderen stehen hier nur drumherum und machen nichts und interessiert die alle nicht. Da muss wieder Noah herbeikommen und den Tag retten. Unfassbar hier. Wie sie auch einfach nur da steht und so, ja, lösch mich doch jetzt mal endlich hier bitte. Und Tessa da drunter. Tessa, geh da doch mal weg. Oh, ist das euer Ernst? Wir müssen das jetzt alles noch ersetzen? Und wir haben nur 365. Ich verstehe auch das Prinzip von Versicherungen nicht. Also ich meine, ja, natürlich verstehe ich das Prinzip. Oh, Sascha rennt erstmal weg. Natürlich verstehe ich das Prinzip von Versicherungen. Die wollen einem so wenig Geld geben wie möglich, sodass sie nicht die ganze Zeit Verluste haben. Aber guckt euch das mal an. Wir waren am Anfang der Folge noch. Ich glaube, wir haben jetzt 1000 Simoleons verloren. Wegen so tollen Leuten wie ihr. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Die Wäsche ist sowieso benutzt und feucht. Geh mal hierher und setz mal die Wäsche ab. Das war sowieso total sinnfrei, die überhaupt dazu trocknen. Weil die sowieso nicht mehr gut war. So, dann kannst du mal den Boden putzen. Oh, das Ding müssen wir auch noch ersetzen. Unverschämtheit, echt. Warum isst du nicht? Toll, jetzt musst du hungrig zum Unterricht gehen. Na, herzlichen Glückwunsch, Noah. Hätte ich eigentlich auch mal essen können. Oh, nee, aber am schlimmsten war jetzt hier unsere gute Mailani. Die hat ja wieder nur totalen Biss gemacht. Können wir hier unseren Hund ein bisschen aufmuntern? Ein bisschen spielen? Oder ein bisschen streicheln, wenigstens? Ja, doch, spielen geht schon. Na, mit Tessa. Naja, dann gehen wir nochmal nach hier oben auf Toilette. Er muss ja nachher auch nochmal zur Uni. Hey, Level 4 Logik. Sehr schön. Tessa? Ach so, okay. Ja, nein, wir können gerne mit dir kurz auf den Spaziergang gehen. Ich glaube, wir haben noch so eine Stunde Zeit, bis er auch wieder los muss. Ja. Genau. Dann kannst du jetzt mal deinen Obstsalat essen, den du vorhin zubereitet hast. Er hat sich hier einen Kaffee gemacht. Das passt. Geht ihr jetzt eben kurz auf den Spaziergang? Das wäre schön, wenn ihr das kurz schafft, ihr beiden. Muss ja nicht lange sein. Ist sowieso mal schade, wie lange die Spaziergänge in Sims 4 funktionieren oder generell in Sims. In Sims 3 war es ja auch nicht wirklich besser. Aber dass sie dann irgendwie immer 3, 4 Stunden auf den Spaziergang gehen. Naja. Was, der Geist von Michael schwindet? Okay, wir sollten definitiv die physische Verbindung von Michael wieder stärken, weil das ist nicht okay. Obwohl Leonas Geist ist ja eigentlich auch nicht mehr wirklich da. Ja, okay, dann kann Michaels Geist eigentlich auch gehen. Er kann ja dann ein bisschen Ruhe finden. No, guckt euch das mal an. Wie süß. Wie süß Tessa so zu Sascha hinschaut, oder? Beim Spaziergang. Oh, wie sie da immer wieder so hochguckt. Von wegen so, hallo, ich hab dich lieb. Oh, war schon knuffig. Na, und Sascha schaut immer wieder so ein bisschen zurück zu ihr. Sehr schön. Okay. Dann kannst du das hier nochmal weglegen und dann ist eigentlich auch schon wieder Zeit für die Uni. Oh je, und du bist sehr weit weg. Oh, okay.
nicht gut. Sorry, wir müssen jetzt Hundi einmal kurz stehen lassen, weil du musst los. Wo läufst du denn jetzt schon wieder hin? Okay. Das hat mich jetzt gerade sehr irritiert. Dann geh dir mal ein bisschen aktiv zuhören. Was macht Tessa in der Zwischenzeit? Bleibt jetzt hier einfach stehen und denkt sich so, ich wurde hier einfach sitzen gelassen. Oh mein Gott, arme Tessa. Doch, die haben dich alle noch lieb. Die haben dich nicht vergessen. Oh. Das ist gemein. Ich kann doch nicht einfach Tessa hier mitten im Nichts sitzen lassen. Jetzt hat sie Angst. Oh. Okay. Armes Hundi. Naja, da muss auf jeden Fall gleich jemand nochmal hinkommen. Eigentlich hatte ich noch was vor heute Abend, aber da hat Sascha natürlich eine Verantwortung. So, hier, geh mal zu ihr hin, leihen Sie mal an. Das geht so natürlich nicht. Wo seid ihr denn? Wo bist du denn? Ach hier, okay. So, dann kannst du eigentlich mal die Wäsche. Ah, wir haben ja noch eine Wäscheleine. Ja, dann häng ihn mal auf die Wäscheleine. Dann kann immerhin auch nichts anbrennen. Sag mir nicht, dass du das jetzt machst. Ganz ehrlich, Mailani, halt dich fern von Waschmaschine und Trockner. Wirklich. Lass das mal lieber Noah machen. Die hat da mehr Ahnung von. So, und dann könnt ihr wieder nochmal nach Hause gehen. Genau. Die arme Hündin nochmal eingesammelt. Ach. So. Dann kannst du hier noch mal duschen gehen und all das. Okay, dann können wir die kleine Tessa auch wieder ableihen. Können sie noch mal umarmen und bürsten und ihr ein Leckerchen geben. No, nachdem wir sie ja einfach alleine gelassen haben. Das war natürlich schon fies. Und dann solltest du auf jeden Fall noch mal was zu Abend essen. Hier. Oh, ist das dein Ernst, Junge? Geh weg, bitte. Okay, wir gehen jetzt einfach nach hier oben. Ach, da oben ist aber auch jemand drin. Geh du doch bitte einfach mal raus, Stefan. Müssen wir bitte aufhören? Oh mein Gott. Ist das dein Ernst? Müssen wir bitte aufhören? Hallo? Was? Hä? Warum gehen denn Sims nicht mehr aus dem Raum raus, wenn man denen sagt, dass sie gehen sollen? Guckt euch das doch mal an. Was ist mit ihm denn? Ist sie berühmt? Nein. Was ist mit ihm denn los? Oh, das ist ja unfassbar, ey. Kann ich ihn irgendwie bitten, wegzugehen? Oh, geh doch, hau doch mal ab einfach. Rufen wir mal herbei mit ihm. Irgendjemand hat ein besonderes Geschenk für mich, das ist mir egal. Hallo? Kommt der jetzt? Geh jetzt endlich mal aus diesem Raum raus. Oh mein Gott, das ist ja unfassbar. Seit wann sind Sims denn so schlimm geworden, dass sie nicht mehr die Privatsphäre von anderen beachten? Dass sie die nicht mehr auf Toilette gehen lassen? Ah, es wird immer schlimmer mit dem Spiel. Ich will ja nichts sagen, aber es wird immer schlimmer. Okay. Fragen wir ihn mal nach seinem Tag. Lernen wir ihn kennen. So, du gehst nochmal duschen. Amateurunterhalter. Okay. Liebt die Natur. Haben wir eigentlich irgendjemanden? Fehlt uns noch irgendein Mitbewohner? Das geht gar nicht. Auf jeden Fall könnten wir sie gerne nochmal hereinbitten gleich. So, na, herzlichen Glückwunsch. Reparier du das mal. Wir können uns nicht wirklich. Wir haben so viel Geld verloren. Wir können es nicht jedes Mal leisten, dass irgendwie wir das einfach bezahlen. So, und schenkt sie jetzt uns nun das, was sie uns irgendwie schenken will oder so? Okay, ich glaube, jetzt schenkt sie uns das.
So, dann hast du das auch erledigt. Dann können wir das hier mal wegwerfen, bitte. Ach, jetzt möchtest du, dass ich den Raum verlasse, Stefan. Sehe ich das richtig? Guck ich das mal an. Irgendwie, keine Ahnung. Es ist, wenn man im Badezimmer ist mit Mitbewohnern, einmal Blumen für Einsteiger. Ja, danke. Danke, Angela. Dann scheint das irgendwie ultra buggy zu sein. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es Mitbewohner sind oder ob es halt dann einer meiner unzähligen Mods liegt, die ich habe, aber trotzdem ein bisschen komisch. So, sie hat uns die Blümchen gegeben. Dann können wir jetzt ja eigentlich los. Denn ich dachte, wir haben ja eigentlich für morgen alles gemacht. Oh, haben wir doch noch nicht. Aber das können wir auch morgen noch machen, hier die Hausaufgaben. Ups, ich dachte, wir hätten die alle gemacht. Du hast allerdings deine Hausaufgaben schon fertig. Dann könnten wir den Dienstag doch nochmal nutzen und hier mit dem Rotfuchs-Team nochmal auf eine Versammlung gehen. Natürlich direkt nebenan in der Bowlinghalle. Das ist halt so unsere Bowlinghalle. Ich meine, die ist direkt um die Ecke. Natürlich ist das unsere Bowlinghalle. Ja, ich glaube, wir kennen gar nicht so viele Leute aus unserer Gruppe. Genau deswegen dachte ich auch, dass wir mit Noah nochmal uns da treffen könnten. Und vielleicht sogar ein letztes Mal mit der Gruppe. Denn irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, Noah wächst so ein bisschen raus aus dieser Gruppe. Noah, also Noah und Janet beide, dass sie irgendwie mehr wirklich Zeit miteinander verbringen und gar nicht so sehr mit der ganzen Gruppe an sich. Deswegen dachte ich, könnten wir uns aber auf jeden Fall nochmal mit allen treffen. Partyout ist irgendwie nicht sehr partymäßig, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, gehen wir mal zusammen hier hin. Ja, Mailani, du kannst machen, was du möchtest eigentlich. Mir egal, ob du jetzt irgendwie hier Dinge tust oder nicht. Annabelle scheint auch hier zu sein. Dann lass uns mal zum Bowling einladen. Machen wir mal so. Genau. Ich meine, die anderen halt gerade so Axel und Selina sind ja alles Freunde von Piers genauso sind ja alles Freunde von Robin. Die sie halt richtig gut kennt. Jetzt achten nur alle wieder auf Annabelle. Gott, diese Stars sind echt anstrengend. Auf jeden Fall können wir ihm dann nochmal Hallo sagen, können uns ihm fröhlich vorstellen und alles. Hey, Level 4 Bowling-Fähigkeit. Nicht schlecht. Gibt das einem irgendwie was? Die Bowlingkugel blau marmoriert. Wie können wir die denn wählen? Kann ich das? Wie kann ich denn eigentlich meine Bowlingkugel wählen? Oder ist es einfach sowas, was sie bei der Interaktion haben? Also wenn sie halt hier bowlen, dass sie das irgendwie, dass man das irgendwie auswählt. Selina ist auch dabei. Und dann haben wir hier noch Marina. Marina, genau. Dann können wir auf jeden Fall den auch noch Hallo sagen, den beiden. Und ja. Annabelle ist ja auch noch hier. Ach ja, und Piers sollten wir noch Hallo sagen. Enrico und Noah ist sehr, sehr gute Freunde. Ich kenne den Enrico noch nicht mal. Der hat sich ja einfach reingeschlichen in unsere Gruppe. Okay. Naja. Alle nur hier stehen und Annabelle fotografieren, unfassbar. Ja, aber dann dachte ich halt, können wir noch mal ein letztes Mal hier so mit den Sims abhängen und ich glaube halt, dann werden sich Noah und Janet so ein bisschen aus der Gruppe verziehen und dann ist das halt einfach nur noch Robins Gruppe und dann denke ich mal, wird die auch so ein bisschen. Was? Ein Moment. Ich erzähle darüber gleich weiter, aber was ist denn mit Mark Eggleston los hier? Warum steht er hier nur in Unterhose und mit Schuhen bekleidet auf unserer Bowlingbahn voller Teenager? Was hat er sich denn dabei gedacht? Ist das eins seiner Outfits? Das ist sein Party-Outfit? Das ist doch nicht sein echtes Party-Outfit, oder?
Ist das ein tatsächliches Party-Outfit? Ist das, was die Sims-Entwickler unter Stranger-Leute sind eigenartig verstehen? Also ist das dein Ernst? Kann nicht einfach das dein Party-Outfit sein? Was ist hier los? Ich weiß es echt nicht. Ich weiß echt nicht, was das soll. Naja, dann können wir ihr mal den Tag verschönern. Dann können wir Selina noch mal ein bisschen kennenlernen. Und die gute Marina. Ich glaube, wir sind doch immer noch mit Marina. Also Robin und Marina sind immer noch zusammen, oder? Können sie ja mal fragen, ob sie Single ist. Können wir das? Nee. Können wir Robin fragen, ob sie Single ist? Nö. Okay. Dann verschönern wir einfach den Tag. Ich glaube, ich habe noch nie eine Bowling-Partie zu Ende gespielt in dem Spiel. Sorry. Ich habe dieses Bild hier noch nie gesehen. Keine Ahnung, irgendwie. Also so lang ging das ja jetzt auch nicht, oder? Ich meine, wir sind seit 2 Stunden hier. Aber irgendwie, eben wieder, also ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hat sich das immer ewig gezogen und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Ich glaube, ich habe noch nie eine Bowlingpartie zu Ende gespielt und wir haben natürlich gewonnen. Das ist doch cool. Dann lass uns doch einfach nochmal Leute einladen. Dann können wir ja jetzt mal mit Marina spielen und mit Selina und Annabelle und okay, mit Janet können wir nicht spielen. Nehmen wir Pierce noch. Ah, okay, dann spielen wir einfach mit den dreien. Warum können wir nicht mit Janet spielen? Ich dachte, wir haben sie jetzt zum Bowlen eingeladen. Ah ja, okay, da ist jetzt Janet. Marina und Selina. Dann halt ohne Annabelle. Sorry. Aber Annabelle ist damit beschäftigt. Oh, hi. Hi, Annabelle. Oh mein Gott, und sie wird einfach erwachsen. Die gute Marina. Nicht schlecht. Das war jetzt quasi unser Geburtstagsding. Komm, ganz ehrlich. Wenn wir hier quasi einen Geburtstag feiern, dann müssen wir auch ein Getränk bestellen für die Runde. Ganz ehrlich, dann geben wir der guten Marina und allen, die hier sind, ein aus. Und zwar, komm hier, Fruchtbrause. Einmal Fruchtbrause für alle Leute. Woo! Alles Gute zum Geburtstag, Marina. Das ist ungeplanter Geburtstag hier jetzt. Können wir denn gratulieren? Nee, ne? Aber wir können ihr. Hier, wir können ihr schmeicheln. Das ist doch auch schön. Das geht doch in die richtige Richtung. Und wie gesagt, sie ist ja die Freundin unserer Nichte. Schon ganz gut, die mal ein bisschen kennenzulernen und mit ihr zu quatschen, ne? Sie mal nach ihrer Karriere zu fragen. Tag verschönern. Warum denn nicht? So, und dann kommen ja auch gerade die ganzen Fruchtbrausen zustande. Ist eins davon auch unseres oder eher nicht so? Bin mir gerade unsicher. Leute, nehmt mal alle euer Getränk, damit ich weiß, welches meins ist. Weil ich weiß es nicht, welches für mich ist. Oh mein Gott, wie siehst du denn aus, Kalpana? Was ist das denn wieder für ein Outfit hier? Oh. Ja, irgendwie scheint nicht jeder irgendwie Bock auf den Drink zu haben. Deswegen nimm die einfach mal ein. So, kannst mal nach dem Tag fragen. Dann können wir mit Piers noch ein bisschen reden. Ja. Ah, ich mag es, wie gut wir mit Robin befreundet sind. Das finde ich schön. Warte, Robin ist ja einfach. Nee, das ist ja gar nicht uns. Robin ist ja gar nicht unsere Nichte. Ich dachte halt irgendwie, weil sie eine Teenager ist, was ist ja unsere Schwester. Das vergesse ich manchmal so ein bisschen. Weil irgendwie, keine Ahnung. Noah und Sascha sind halt so ein Team. Und Robin ist halt natürlich kleine Schwester, aber halt irgendwie ist so ein bisschen.
nicht, es ist ja auch kein Einzelkind oder so, aber irgendwie, ja, dadurch, dass die beiden anderen halt Zwillinge sind, fühlt sich das immer so ein bisschen einzelner an. Fühlt sich das irgendwie nicht wie so eine Dreiergruppe an, sondern wie halt Noah und Sascha und Robin. Wisst ihr? So ein bisschen in der Art. Naja. Ist ja auch okay. Aber mit Axel verstehen wir uns richtig gut direkt. Nicht schlecht. Aber ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen so, hey, mein Studium ist bald vorbei und dann werden wir umziehen und planen, wir haben so viel vor und ich weiß nicht, ob wir es nochmal dazu kommen werden, uns mit euch zu treffen. Deswegen sorry, wenn wir nicht mehr dabei sind. Ich sehe auch gerade, Robin ist ja tatsächlich sogar auch die Leiterin der Gruppe. Ja, dann ist es ja noch nicht mal schlimm, wenn wir beiden aus der Gruppe austreten. Dann wird das ja sowieso das Team von den Sims bleiben. Dann ist ja gut. Dann muss ich mich da gar nicht schlecht fühlen. Was hast du eigentlich für einen coolen Drink hier? Carbon Freeze. Warum hast du den und ich bekomme den nicht, Julian Burdett? Das finde ich nicht fair. Ich will auch einen Carbon Freeze bestellen können. Tja. Was machen wir jetzt hier hinten? Was passiert jetzt? Oha, wir stellen uns an die Bar. Oh mein Gott, was habt ihr wieder vor? Oh nein, das sieht aus, als hätten sie irgendwas Schlimmes vor. Irgend sowas total Fremdschämen-Peinliches. Hier in der Bar. Und so, oh mein Gott, wollen wir das wirklich machen? Leute, Leute, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ich glaube, sie machen am Ende nichts, aber es wirkt gerade so ein bisschen so. Von wegen so, was machen wir jetzt Krasses? Oha, es wird niemand kommen sehen. Alle werden uns so lustig halten. Und daneben steht Raoul und denkt sich so, oh mein Gott, diese Jugend. Diese Jugend, diese Teenager. Okay, ich glaube, es ist aber so einigermaßen. Wir sollten ihr auf jeden Fall mal ein Kompliment über ihr Outfit machen, weil ich mag Robins neue Outfits. Tiefgründige Unterhaltung führen. Mein Insider-Witz. So, und Sascha ist in der Zeit sehr, sehr produktiv und macht hier schon mal seine Hausaufgaben für Donnerstag. Super nützlich ist, weil ich glaube, wir müssen dann mit ihm keine einzige Hausaufgabe mehr machen. Wir müssen ihm mit ihm dann nur noch die Abschlussarbeit schreiben und einmal die Präsentation halten. Und dann hätten wir es mit ihm schon. Was können wir eigentlich alles in der nächsten Folge machen? Ja. Und ich dachte mir halt auch, dass wir dann wirklich am Donnerstag so die Semesterabschlussparty halten werden, quasi. Das wäre so ein bisschen meine Idee gewesen. Ah, Party veranstalten. Perfekt, da rede ich schon davon. Und da hat sie hier auch schon den Wunsch, ein Versuch, ein Autogramm von Annabelle zu bekommen. Das ist deine Tante. Bisschen eigenartig. Einen Wäschetrockner kaufen. Ach ja. Wie unglaublich lange sie einfach für diesen Drink braucht, ne? Also da haben wir nicht so lange für das Bowlingspiel gebraucht. Aber das war so lustig, als ich realisiert habe, dass ich noch nie zuvor dieses Bild gesehen habe. Das ist schon klasse. So, wir gehen einfach mal wieder zurück zu Sascha. Schau mal, was der so macht, außer Hausaufgaben. Wahrscheinlich nicht viel. Auf jeden Fall wird seine Freundin nicht da sein, weil ansonsten würde er keine Hausaufgaben machen. Ich glaube, Becca würde ihn. Sie würde ihn nicht von Hausaufgaben abhalten wollen, aber sie würde ihn von Hausaufgaben abhalten. Er würde sich definitiv lieber mit seiner Freundin beschäftigen als mit nervigen Hausaufgaben. Aber das passt schon. So, aber wenn du schon mal hier im PC bist, kannst du natürlich auch direkt gleich weiter deine Universitätsabschlussarbeit bearbeiten. Und sie kann ja eigentlich noch ein bisschen länger unterwegs sein, oder? Ja, oder sie kann auch bald mal hierher kommen. So. Ja, dann kann sie noch mal kurz Reste nehmen und dann. Ah, ist das andere Hühnchen denn jetzt schon alle, oder was? Scheinbar. Und dann kann sie auch bald ins Bett gehen. Sie hat ja dann jetzt am Mittwoch 13:30 und du natürlich wieder um 8 Uhr. Aber du hast doch schon die Hausaufgaben fertig, also musst du dich da gar nicht mehr wegen stressen. Das ist alles gut. Was baust du gerade auf? Ich habe keine Ahnung. Was ist das für ein Kurs? Hier.
Ah, tatsächlich, Malerei bauen wir auf. Cool. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn wir das aufbauen. Wie läuft's bei dir? Setz dich gern mal hin. Ach ja, der gute Stefan. Warum stehen hier überall Gitarren rum? Ach, ich glaube wegen dem nachbarschaftlichen Aktionsplan, glaube ich. Wen haben wir hier? Ah, Liliana. Hübsches Outfit. Wusste ich gar nicht mehr, dass sie das hat. Wie gut ist ihre Präsentation? Normal, okay. Aber ich glaube, wir hatten mit ihr auch schon mal an der Abschlussarbeit weitergearbeitet, ne? Genau, sie ist bei beiden Sachen so ein bisschen normal. Das heißt, bei ihr sieht das beides schon ganz okay aus, während er halt vor allem noch an der Abschlussarbeit schreiben muss. Aber ich denke mal, die sollte mittlerweile auch schon ganz gut sein, oder? Zumindest normal halt eben. Genau. Ja, das ist doch gut. Dann würde ich sagen, können wir uns morgen auf jeden Fall noch mehr drum kümmern, dass wir hier die ganzen Sachen fertig bekommen, dass wir alles einreichen können, damit wir am Donnerstag halt eben dann entspannt noch unsere letzten Kurse bestreiten und dann die Party feiern können. Das wäre soweit der Plan. Ja, dann habt schon noch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal hier bei Noah und Sascha. Ciao.